So, und da bin ich wieder und ich sage Hallo und herzlich willkommen zu 7 Days to Die in der Alpha 21 Stable Version. Es ist Nacht, es ist Abend, nein, es ist schon Nacht, es ist 23:13 Uhr. Und ja, wir können hergehen, können dabei mal da alles leer machen und abtragen. Ich hoffe, dass wir nicht zu viel Lärm machen. Echt jetzt? Das muss ich so aufschlagen, damit die Stange da oben fällt, die ist da. Und da muss ich aber rundherum alles so tragen. Trinkt einen Schluck, ist eine Kleinigkeit. Und weiter geht's. Muss ich schauen, ob ich mir nicht einen Kaffee machen kann. Jetzt ist es so gefallen. Wandstärken von 3 Blöcke, ist ein Wahnsinn. Ah, der darf ich nichts überschlagen. Da haut mir die ganzen Kisten dann aber. Außerdem wissen wir ja gar nicht, ob wir da bleiben. Dann machen wir das einmal, damit die Zeit ein wenig nicht und die Nacht vergeht.
So, das tun wir auch noch weg, damit wir da Sachen herstellen können. Und nein, wir werden uns auf jeden Fall ein Biss machen. Wir bleiben nicht da wohnen. So, da können wir sie durchhauen. So, das ist ja voll die oblaute Mauer, ey. Dicken, schaut sich das an. Oh, das schaut gut aus. Mit Spinnenbeben weg, oder? Das horcht sich auch an, wenn die Axt kaputt geht, oder generell, wenn da irgendwas kaputt geht, hey. Also so über den Kopfhörer, hey. Horcht sich das ganz nice an. Ja, und ich würde sagen, der Raum ist ja groß genug. Schauen wir, ob wir da einen Würfel reinbringen. Aber den Rahmen muss ich auch nicht alles an Würfe reinbringen. Natürlich werde ich den Rahmen wahrscheinlich trotzdem auch wickeln müssen, weil sonst kann ich nichts davor stellen. Weil. Aber gut, das kann man dann machen, wenn es soweit ist. Dann machen wir mal Würfe da rein, damit kein Licht rausgeht. Weil das zieht ja alles unsere Freunde an. Ja, gut, Bild hätten wir lassen können. Lassen wir das dabei einmal.
Komm her. Ich lasse das jetzt dabei, ich weiß nämlich nicht. Eine Essenskisten kann ich auf jeden Fall machen. Dann ist da halt die Medizin drinnen und da kommt das Futter rein und das Trinken. Also nur eine. So. Dann haben wir da das Essen rein. Ich sag einmal, das haben wir rein. Keine Ahnung, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, aber die haben wir ganz sicher. Dann trinken kommt da her. Das ist eher Medizin, gell? So, aber das ist Medizin. Und die Samen, haben wir es dabei nicht, oder? Die können auch aufs Dach. Dann tun wir es aufs Dach. Dabei bleiben wir auf jeden Fall da. Ah, gehoffen. Okay, das biegt es mir da nicht hin. Sehe ich dieselbe Seiten. Dann ist dies da drinnen, beziehungsweise dies gehört außer. Kann man da reinhauen zu die Getränke? Das geht ja gar nicht. Danke, Max. Vierzig Schuss, das ist aber nicht viel. Schau, wir haben schon Stahlspeerteile, Stahlknüppelteile, zwei mechanische Teile und kein elektrisches. Der Schraubenschlüssel, ich hätte den gern. Wir brauchen vier mechanische Teile. Ah, wo kriege ich denn die außer? Ohne Schraubenschlüssel.
woher kriege ich die? Wenn ich da jetzt sowas liegt, da kriege ich es ja nicht raus. Da kriege ich nur. Oh ja, ich krieg schon Sachen raus. Aber es kommen keine mechanischen, ne? Mist. Da krieg ich Schnee raus. Ruhige Nacht haben wir, hey. Normal rennt man eh gleich nach. Nein, ich verschreie sie nicht. Ich brauch mechanische Teile, das ist kein Scherz. Ja. Ist ein Dreier. So, wieder zurück. Wie man da rein? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Plastik. Die ist gut. Sammelwerkzeuge. Ja, gibt's denn das auch, dass man da keine Teile findet? Hä? Wo habe ich denn die zwei gefunden überhaupt, oder was ich da habe? Au, neues Gewehr, der Stufe 3, sehr gut. Da ist ein Zombie, er steht eh schon auf. Ob man dir jetzt echt an die Ober kaut. Ja, ich habe wieder nichts da. Ich kann nichts da. Das gibt's ja nicht. Das ist so ein Trick. Es ist echt ein Mist, kann ich nur sagen. Also na. Den Speer nehme ich nicht. Drauf piffen. Da pfeife ich drauf.
weg damit. Weil da stirbe ich noch. Ich bin jetzt dreimal gestorben und das Ganze nur, weil ich mit dem Speer nicht umgekommen bin. Und dann bleibe ich lieber beim Knüppel. Das funktioniert. Ein Elektrostab, den probiere ich auf jeden Fall aus. Das ist eher ein Stab, aber einen Speer nehme ich nicht mehr. Mit dem Scharfierer, mit dem kann ich echt nicht umgehen. Ich kann das einfach nicht. Ah, wie das mit dem Stab super, mit dem Knüppel super geht. Ohne Probleme. Soll ich mir nur schauen, ob ich da jetzt irgendwelche Teile oder ob da eh nur Eisen rauskommt. Kommt nur Eisen raus, schade. Jetzt klopfe ich schon weg, jetzt bin ich schon da. Reparieren kann man es zum Glück nicht. Die sind aber schon sehr raviate. Gute Nacht. Kriege ich da jetzt bitte was raus? So viel Essen ist ja gar nicht in einem Notebook drinnen. Wir sind in einen Working Stiff Tools Shop einige, würde jetzt ihr mal sagen. Okay, da ist, so wie es ausschaut, nichts mehr. Die Türen sind zu. Okay, nur mehr auf. Ja, wenn es nicht vor, dass ich da die ganze Hitten mache. Was, das ist ja Ferrarale. Wir haben jetzt schon Feral-Zombies. Sogar Schiebetüren, hey, Alter. Schick gemacht, du is. Also allein schon das mit den Pflanzen taugt mir. Das ist ja auch Feraler. Oh, sehr gut, jetzt hat es mich aber geschreckt, hey.
Nehmen wir Meeting an Nitratpulver. Brauchen wir für unsere Beete. Grill gibt's keinen, für was? Nein, brauchen wir ja nicht. Es weg damit, wenn es zu billig ist, gell? Alter Schwede! Aber wir sind in der Küche und können uns jetzt voll fressen und ansaufen und so Sachen machen zum Lachen. Oder zum Krachen. Okay, da werden wir eher krachen. Gutes Buch, Reparaturwerkzeug, super. Forger Head war vielleicht nicht schlecht. Gugarot im Castle. Halbautomatik. So, der Händler müsste auch dann gleich aufsperren. Moment, wenn da jetzt zu ist, wo geht's denn dann weiter? Psst. Doppeltaschenmod können wir machen. Schaut uns in den Nebel wieder aus. Hey, gute Nacht. Es ist zum Glück ein normaler. Tragen, sehr gut. Lucky Luther. Ah, da geht's auf Piano. Die schaut schon so gefährlich aus. Ist aber komisch ruhig, hä? Sicher die Ruhe vor dem Sturm. Oh, dort ist der Loot, das heißt Gegner.
Da steht der erste. Ich wollte jetzt gar nicht, aber so wurscht. Ich wollte ein wenig Pfeile sparen. Haben wir zum Glück wieder gekriegt. Da steht der zweite. Ein Bücherstapel mit Schrotflinten. Steht ja auch noch einer. Alter Schwede. Also ich krieg alles bis auf die mechanischen und elektrischen Teile. Da brauche ich einen Händler, da muss man die Sachen abladen, also abbieten. Doch da ist jetzt unser Loot. Strahlungsentferner Mod. Boah, warum ist denn der jetzt schon? Da braucht man den schon. Jetzt wird es mal eng im Dings. Stemwayfoods, da werden wir was zum Besten drin haben. Working Stiff Tools, da konnten wir unsere Sachen drin sein, die was wir brauchen. Und da ist zum Essen und zum Trinken oder zum Trinken. Ist noch eingegangen. Boah, schau, ein Amboss. Scrapen bitte. Und Schnee kann ich bitte da. Damen. So, probieren wir es mal mit dem Schlüssel. Es hängt ein wenig nach. Heute ist die Latenz zum Server nicht so gut. Zumindest. Die Knotenpunkte, aber es läuft super. Nichts, wo man sagt, oh, das ist unspielbar oder uncool oder keine Ahnung. Also echt jetzt. Ist mir ja wurscht, wenn ich meine ganzen niedrige Verbraucher aufgehe, so ist. Na also. So, Arbeitsstation, na endlich, Fallen, das kann ich mir gleich wo einfach reinhauen. Das scrappen wir, das nehmen wir mit, danke. Na, da krieg ich es nicht rein. Verändern, na wo kann denn die rein, was ist denn das? Gedämpfte Verbindungsmod verändern auch nicht. Die kriege ich gar nicht sein, oder was? Verändern. Abschließen.
Okay, die kriege ich nirgends eine. Da ist überall schon was drin, dann haben wir es dabei da eine. Das kann ich dabei nicht reparieren. Wir sind angenehm voll. Ich würde sagen, rasch mal, gehen wir zum Händler und holen uns gleich einen neuen Auftrag. Jetzt müssen wir halt da nochmal rausfinden, da. Gibt es da noch was? Oder ich glaube nicht. Na, da waren wir schon überall. Wir können gehen. Also irgendwo habe ich da jetzt noch welche aufgeweckt. Keine Ahnung, wo der gut miteinander ehrt. Kann auch sein, dass er oben irgendwo ist. Das stört uns aber jetzt nicht. So, ab zum Händler. Der ist dort. Den Schnodder verkaufen. Ah, jetzt geht's wieder. Okay, das ist auch irgendwie so eine Timing-Geschichte, dass die Tür gleich wieder zugeht. So, einer geschnauft. Darf ich den Inventar sehen? Das andere Gewehr bringe ich dann noch, ja. Tja, da hast das. Ob sie nirgends reingekriegt. Das verkaufe ich da sicher nicht. Das Gewehr bleibt da, die Sehnen bleiben da. Hast du irgendwelche. Also mal den Wasserfilter kaufen, danke. Den machen wir uns nämlich gleich. Boah, ich hab genau nur zwei Münzen. Man, und da war ein Kochgrill. Hat der sowas nicht? Keine mechanischen Teile oder dergleichen? Das glaube ich ja gar nicht. Pessen Gas. Naja, sicher machen wir das. So, wir sind da daheim. Das gehört auch da noch eine, würde ich sagen. Wurscht, machen wir es da weiter. Das Vierergewehr kommt da rein, das Zweiergewehr nehmen wir mit. Das gehört da nicht her, das gehört da auch nicht her. Das gehört da rein. Das ist nicht. Das wird verkauft. Das gehört da weiter rein. Der Wasserfilter, den möchte ich nachher dann gleich machen, wenn es geht. Trinken, trinken. Das gehört auf. Das kann man verkaufen. Rauf, rauf, rauf. Und rein. Das wird verkauft. Das kommt auf.
passt. Wir wollen den in Tausammler verfolgen. 100 Plastik, das haben wir ja. Vier Rohre. Und vier Klebeband. Zwei. Fertige. So, der macht man das. Wir haben unsere Klebeband. Wir kennen unseren. Anfertigen. Und aufstellen natürlich. Da haben wir ja nur ein Fleischerinnen. Ja, mit Speck geht wir nach wie vor noch nicht. Wir haben einen Punkt. So, wo ist unser Tausammler? Da ist er. Da ist das gute Stück. Super. Da kriegen wir jetzt unser Wasser. Und wo ist die Muni? Die ist eh da. Das wird verkauft. Das kommt da rein. Und wir können unser Quest machen. Und nachher schauen wir nach, ob wir schon irgendwelche Stationen machen können. Naja, wir müssen nicht durchgehen, dann verkaufen wir gleich den Rest. Dann ist das auch weg, gell? Let us speak, Survivor. Y'all come back now. Was hätte mir da in der Leiste jetzt? Da war der Speer drinnen, gell? Aber was hätten wir da jetzt? Na, scheinbar nichts. Der Schraubenschlüssel gehört da rein, ne? Ah, es geht ja doch super mit dem Knüppel. Knüppel aus dem Sack. Ich vermisse Postkästen da, wenn ich ehrlich bin. Echt jetzt, jetzt bleib doch da, was bist denn du für ein Händel? Ah, echt. Na, die ist der Wische nicht. Also, na, oder? Ich krieg so auf den Deckel. Ich
Ich krieg so auf den Deckel. Nein, ich lasse das dabei. Das ist ja ein Selbstmordkommando. Da kann man seine Punkte ein bisschen aufbessern. Schau, den hat er sogar ausgeblöpst. Denn ist ein, den ist der Sack entfleucht. So, natürlich wieder vorlooten. Wir brauchen Materialien. Ende nie. Was kriege ich denn aus? Nein, da kriege ich ja nichts aus. Okay. Nicht das, was ich brauche oder will. Okay, der Weg war immer sonst. Oh, der Arme. Aber jetzt muss es sein. Gut Holz und da, was gibt's da? Auch nicht das, was ich will, gell? Okay. Ja, lecker Wasser. Ich kann wieder nichts tun. Was ist denn da los? Wir haben so ein Leck. Also da leckt es aber schon ab und zu. Das ist ungut. Ping, was ist denn da los plötzlich? Aber ich merke es ja an die FPS, wenn die plötzlich ein wenig in den Keller gingen. Ist zwar nicht tragisch, aber es passiert halt. Weiß ich nicht, der Server Chipwattle ist da wirklich, weiß ich nicht, doch nicht so seriös, sage ich mal. Gibt nur die guten Verbindungen, keine Ahnung, gut bezahlten. Eine Mützenmod und ein Gegner, endlich. Ja, da war jetzt der Speer wieder nicht schlecht. Komm aber da.
Okay. Ich würde sagen, starten mal. Und Arbeitsstationen gibt es keine mehr, da was braucht man ja nicht mehr. Sagt er, zuschauen können, wie sich das Auto geändert hat. Also der Loot ab und zu, der ist verheerend. Aber gut, wir beschweren uns da nicht. Warum ist das auf mir so hoch? Ich sage nichts, wenn mir leid. Vielleicht ist es ein Mod. Ich muss die Mods nur mal kontrollieren. Ich denke mir, die Mods, das ist ja nur Inventar. A geht und dass ein wenig mehr Loot drin ist. Punkt. Mehr ist nicht. Alle Säge steckt. Endlich ein Kochtopf. Wir haben ja schon einen Grill. Ein Grill war super. Ja, ich sehe es jetzt nicht gut. Aber es war eh nur der Holzhaufen, was ich da weggetan habe. Schon ein. Na, da lasse ich die weiter wie den Geschwindigkeitsbonus. Lauter feine Sachen, hä? Jawohl. Ist gut, meine lieben Freunde. Das ist sehr gut. Und wisst ihr auch warum? Weil das hier reinpasst. An dieser Mündungsbremsen-Mod. Okay. Hammer. Eklower. Ich
Können Sie kommen, jetzt blasen wir Ihnen die Birn weg. Mit unserer spitzen Schrotflinte. Und sagen Ihnen, wo der Butler in Most holt. Schau, da ist ein Haus. Wo ist da der Postkasten? Da drüben ist ein Postkasten. Da ist einer. Ich will die Post da knüppeln. Durchforsten. Da, die Oma hat ihr das schon vergessen. Die waren früher weiß, jetzt waren sie rot. Die haben nur Papier drin gehabt. Eine Dreierschaufel. Verändern. Raus damit. Zerlegen. Hineinfügen. Verändern. Den Griff wieder hineinmachen. Zerlegen. Sortieren. Ja, das mit dem Inventar funktioniert jetzt super. Ich glaube, das muss ich tauschen, aber nein, jetzt tut jeder der Design, es hat wirklich mit einem Neustart des Servers und des Spiels gereicht. Schau, da haben wir jetzt wieder zwei Teile dazu gekriegt. Okay, vielleicht können wir uns jetzt ja unseren Schraubenschlüssel machen. Verschlagen und weglaufen. Dieser schmutzige Trick kann dir in verzweifelten Lagen, habe ich schon ein paar Mal gehabt, das Leben retten. Kräftige Angriffe gegen Beine verlangsamen Gegner. Sofort konsumieren. So, die kann ich nicht reparieren, weil ich kein Dings da habe, brauche ich ja nicht. Morgen! Hallo? Oh, die Krabbelstube ist da. Sturmgewehr, Knüppel, Knüppel, Knüppel. Mir tut der Hintern weh vom Sitzen. Die Holzsplittermod ist auch eine sehr gute Mod. Und ich spiele schon wieder eine Stunde. Und wenn ich nicht klar trau, dann wird euch das nicht taugen, glaube ich. Schreibt es wieder mal, was sagt denn so lange Videos? So stund, schaut ja keiner. Leider. Manche schon. Aber die Mehrheit halt nicht. Obergefallen ist er, obertröpfelt ist er. So, komm und schmecke meinen Knüppel. Wie schmeckt er dir? Er mundet doch, oder? Schau, das können wir uns ja gleich einverleiben. Da haben wir eine Pistole. Aha, na, da ist mir die besser, dann verkaufen wir die. Ich kann es aber nicht reparieren. Jetzt links. Den verkaufen wir. Schau, da gibt's Teile. Na, die waren schon da.
Da ist ja Hopfen und Malz verloren. Na, das ist der Lutraum, gell? Guten Morgen, guten Morgen. Oje, hat's dich da reingepackt, Mädel, hä? Ich ärgere wieder umeinander, na sei es wie es sei, wir gehen dann zum Händler und dann eh heim und dann mache ich auch schon wieder Schluss für heute. Also der Endlud ist da nicht. Und dass ich da einen Mal rauskriege, bezweifle ich einmal ganz stark. Ich lasse das jetzt mal da. Habe ich da jetzt echt was versäumt? Wo ist denn da der Endlot sogar mal? Endlud ist keiner, aber eine Tasche. Das kriege ich jetzt gar nicht mehr rein. So. Sei es wie es sei, wir sagen rasch mal. Gehen wir nach Hause. Den müssen wir noch holen. Wo ist denn der? Aber nicht heute. Der ist so weit weg, gell? Trink was, dann geht's leichter. Oder was zum Essen, Eni. Nimm nur mehr einen Schluck. Jetzt geben wir diesen an und dann schauen wir, ob wir uns den Schraubenschlüssel machen können. Das wäre echt nice. Das war wirklich nice. Weil da ging auch so viel vorwärts. Da können wir die Sachen zlegen. Autos zlegen. Lampen zlegen. Wir kriegen Stahl, wir kriegen Eisen. Das ist ja eigentlich was Gutes, ne? Der Beste stottert auf da. Hello, traveler. It must be my lucky day. Beschwerter Kopf.
Warte, gehen wir zuerst ins Inventar. Mit Escape kannst du das unterbrechen und wenn sie ihm dann wieder aussprechen darfst, dann macht er das eh wieder auf. So, das tue ich weg, das tue ich weg, weg. Ich werde mir keinen Raketenwerfer machen. Vielleicht irgendwann später einmal. Das kann sein. Jetzt nicht. Das möchte ich mir gerne alles behalten. Come back. Here is your reward. So, wir nehmen uns Ärmel da und I could really use. das Oh, thank akzeptieren wir gleich. Wir you. I will gehen aber make jetzt work schnell for you. mal heim. Er sagt, er ist noch leer. Naja, wenn er nun leer ist, gell? Ja, schau, das hätte ich oben auch gleich angeben können. Einfach wunderbar, das können wir da reinhauen, das kommt auf, das kommt auf, da ist die richtige Mod drinnen. Ich kann mir einen Zwarer machen, den machen wir auch gleich. Da kriege ich zwar noch nicht das eine alles. Das macht aber nichts, dann haben wir dabei. Da habe ich den Griff drinnen. Haben wir ihn da dabei rein und den Griff verändern, haben wir da eine, dann ist überall etwas drinnen. Das kommt auf. Das machen wir jetzt noch schnell und dann schauen wir auf die Gare noch, was wir, ob wir den Schraubenschlüssel machen können. Den würde ich noch gerne. Oh. Ja, mir passieren ja feine Sachen. Das sind ja richtige Schmankerl. Wie es ausschaut, brauche ich ein Geländer, ne? Wo ich mich festhalten kann. So, habe ich das jetzt da drinnen? Ja, ist drinnen. So. Ah, 6 Teile brauche ich. Na, da fängt schon, die haben wir nicht. Ich habe 4. Und ich brauche 6. Sei es wie es sei, beim nächsten Mal dann würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ich sage danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es gefällt euch ein wenig auch. Für Ideen und so bin ich empfänglich, sage ich, es könnt mir ruhig gern was schreiben. Abonnieren und liken nicht vergessen. Und ja, ich sage bis zum nächsten Mal.